Dennoch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Waffenvorstellung, und zwar einmal zu dem Bogen, zu den neuen Propoxis Cernus. Auch eine sehr, sehr interessante Waffe, muss ich sagen. Also macht auf jeden Fall mega Fun, so eine Crowd Control Waffe. Und wie das Ganze aussieht, werdet ihr gleich einmal sehen. Ja, falscher Knopf. Ja, wir haben hier einmal eine Aufladung. Ist jetzt praktisch genau wie den Daikyu oder sonst was. Also diese Waffe kann man wirklich nur abschießen, sobald wir dann einmal den Schuss aufgeladen haben. Geht nicht vorher. Heißt, Schnellschuss ist hier erstmal nicht wirklich möglich. Könnte man natürlich darauf bauen, aber man kann jetzt nicht so schießen. Man muss wirklich warten, bis der Bogen aufgeladen ist. Genauigkeit 16,7, Crit-Chance 7%. Sieht alles erstmal gar nicht so wild aus. Aber hier geht es dann einmal. Ihr seht hier, Magazin haben wir nur im Moment ein. Ist ganz einfach, die Waffe ist praktisch genau wie die Kuva Brak zum Beispiel. Ne, nicht die Kuva Brak, was rede ich denn da? Na, Kuva Brahma, genau den Bogen. Wir haben hier eine Waffe, die automatisch jede Munition wieder umwandelt. So ist die Waffe genauso. Und daher, wie gesagt, Munitionsprobleme hat man hier jetzt eigentlich nicht wirklich mit der Waffe, muss ich ganz anders sagen. Also bei der Kuva Brahma haben wir natürlich das Problem, aber hier bei dem Bogen nicht wirklich. Also da ist es doch ein bisschen besser. Ja, aber weiter geht's. Status 43%, schon hier sehr hoch. Und dann hier einmal Einschlagschaden 131, Durchschlag 39 und Schnitt von 184,3. Und dann nochmal der radiale Angriff. Einmal eine Reichweite von 7, Abschwächung 50%, Zündungsverzögerung 1,7 und nochmal einen schönen Viralschaden von 1273,8. Das passende Bild dann dazu einmal. Amalgam-Einkerbung, 155% Schaden. Geteilte Kammer für Mehrfachschuss. Schweres Kaliber, so 150% Schaden nochmal mit drin, minus Genauigkeit. Die Waffe kommt hier nicht über Genauigkeit. Warum werdet ihr gleich sehen? Deswegen hier nochmal schweres Kaliber mit drin. Wie gelandet? Aufrüstung nochmal für mehr Mehrfachschuss. Und außerdem gehen wir hier natürlich durch unsere drei wie gelandeten Mods nochmal auf 15%. Chance auf in der nächsten Tür in den Crit-Bereich zu kommen, heißt auf Orange Quits jetzt hier in dem Fall Feuersturm nochmal für den verbesserten Explosionsradius von Waffen mit radialen Angriffen um 24%. Raueiskugel mit drinnen nochmal Kälte natürlich und die Statuschance nochmal ein bisschen hochzuziehen. Dann haben wir hier eine Statuschance von 68,8. Deswegen hier nochmal infiziertes Magazin. Da gehen wir nochmal rein auf den Giftschaden, heißt, wir ziehen natürlich hier, ihr seht unseren Virusschaden nochmal extrem hoch von über 10.000. Und hier nochmal wie gelandeten Eifer, ganz einfach, damit wir unsere Waffe nochmal schneller aufladen. Heißt, damit wir schneller schießen können, ganz einfach. Ihr seht, die Aufladegeschwindigkeit ist jetzt hier bei 0,37 nur noch. Wie gelandeten Vorräte nochmal mit drin. Ja, wir werden ganz einfach jede Munition wandeln hier oben, deswegen haben wir überhaupt keine Munitionsprobleme. Dann kommen wir nochmal hier einmal zu Aura. Gewehrverbesserung natürlich, 27% Schaden für Gewehre. Arcana Rage mit drinne. Bei Kopfschuss 13%ige Chance auf 150% Schaden. Bei Primärwaffen für 20 Sekunden und Arcana Beschleunigung. Bei Crit-Treffern eine 25%ige Chance auf 75% Feuerrate der Primärwaffen für 8 Sekunden. Ja, und damit haben wir dann wirklich einen extrem schnellen Schuss, wie das Ganze aussieht. Möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, ihr seht hier schon, also die Aufladegeschwindigkeit ist jetzt wirklich schon, ohne dass das Arcana aktiv ist, auf jeden Fall schon mal sehr schön. Hier, ihr seht, ich kann nicht vorher abschießen, was aufgeladen ist. Ja, und dann seht ihr ganz einfach, kommen ganz einfach also kleine Projektile raus praktisch. Ja, und was die machen, werdet ihr dann jetzt einmal sehen. Korrumpierte Kanonier-Eximose Gegner, Gegner Level 160, simulieren. Sieht vielleicht erstmal gar nicht so extrem aus, aber man hat hier wirklich eine Menge Möglichkeiten mit der Waffe. Ihr seht, ich schieße jetzt mal hier auf den Kopf. Ja, und die Gegner werden schön rangezogen, kriegen die ganze Zeit ein paar Viral-Proxy, bis es dann letztendlich explodiert. Das sieht erstmal gar nicht so extrem aus, aber ihr seht, wenn ich ein paar Mal öfters reinhalte, ja,
geht es auf jeden Fall schon ein bisschen anders ab. Und die Möglichkeit, die wir hier ganz einfach haben, ist, wir können hier einmal hingehen, machen Crowd Control, die ziehen sich hier rein und wir haben, können natürlich hier in der Zeit schön auf den Nahkampfangriff auch gehen. Ja, und ihr seht ganz einfach, die kriegen jetzt Schnittbox von mir, haben nochmal schön die Viralschaden von gerade mit drinne und die Box hier nochmal mit reinkriegen. Also das ist wirklich eine richtig schöne Spielvariante auch. Ich brauche natürlich gar nicht auf den Kopf, kann natürlich auch hier hingehen. Die Gegner werden da hingezogen, spocken ein bisschen und wir machen einfach mal beides. Also da kann man wirklich richtig auf Crowd Control mitgehen mit der Waffe. Und der Schaden ist jetzt auch nicht gerade zu verachten, muss man ehrlich sagen. Klar, jetzt gegen die Gegner hier machen wir natürlich nicht nur mit dem Bogen hier extrem Schaden. Aber wir können jetzt ganz einfach mal hingehen und nehmen jetzt mal hier Korpusgegner. So, von jedem wieder, von den Eximos-Gegnern mal 5 Stück. Davon nochmal. Und ja, davon nochmal 5. Gegner Level 160 lassen wir natürlich. Einmal simulieren. Ja, ihr werdet jetzt dann sehen. Und dann platzen die einmal. Ja, die kriegen noch weiter ein paar. Ein paar sind schon dran gestorben. Ups. Okay, also ihr seht auf jeden Fall. Also wirklich, der Bogen macht einfach mega Spaß, auch gerade gegen die Guinea-Gegner. Da macht man natürlich jetzt nicht so einen extremen Schaden wie hier gegen die Korpusgegner, aber alleine dieser Quad Control wirklich zeigt nochmal, also wie der dann wirklich hingeht und die Gegner auf einen Fleck zieht und uns ganz einfach viele Spielmöglichkeiten nochmal gibt. Also man sieht hier, da macht wirklich eine Menge Bock. Zu zocken auch, muss man ehrlich sagen. Also lohnt sich definitiv, möchte ich euch damit nur sagen, mit dem Bogen mal ein bisschen zu experimentieren und zu zocken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da.